Einen wunderbaren und sonnigen guten Morgen wünsche ich. Ha, das war hier eine lauschige Nacht am Flussufer und echt toll. Oben auf dem Damm laufen ja immer Spaziergänger entlang. Es ist schon erstaunlich, wie laut Italienerinnen sind, wenn sie miteinander reden oder wenn sie mit dem Handy telefonieren. Wirklich, geht es auch ohne Schreien? Ja, so, jetzt ist kurz vor 9. Ich mache mich auf den Weg nach Caorle, das ist unten bei Bibione. Von da aus, da gehe ich auf den Campingplatz und von da aus kann ich nämlich dann direkt einen Bus nach Venedig nehmen. Das heißt, morgen nach Venedig fahren, Käffchen trinken, Zelt abholen, Ute treffen, wenn sie Zeit hat, ja, und dann wieder zurückfahren. In Venedig selber werde ich mich nicht so lange, also wirklich nur an diesem einen Tag aufhalten, weil ich war echt oft in Venedig, also ich kenne das auch. Und ja, von dem her, Zelt ist jetzt erstmal das Wichtigste, weil das hängt hier im Kopf, ja, und ich muss das wirklich rauskriegen. Und das nervt mich einfach, ja, und solange das Wetter so gut ist wie jetzt, natürlich kein Problem. Aber wie gesagt, der nächste Regen kommt bestimmt. Und zwar schon am Wochenende. Ja, es ist ein bisschen langweilig so. Es geht nämlich auf dieser Straße eigentlich die ganze Zeit immer geradeaus. Mit für italienische Verhältnisse wenig Verkehr. Ist mäßig. Also schon erstaunlich, noch schlimmer als die Deutschen oder als die Österreicher. Hier wirklich in Italien, jeder Weg ist mit der Schranke zu. Jeder. Also den ganzen Tag gibt es bei mir schon Coca-Cola Zero und irgendwelche Tramezzinis. Ich muss echt immer wieder mal Pause machen, weil das ist so eintönig, dieser Lauf. Jetzt habe ich noch, weiß nicht, 8 oder 10 Kilometer und dann hat es. Aber die ziehen sich noch mal. Nein, wirklich, ich bin hin und weg. Jetzt komme ich hier auf den Campingplatz Santa Margherita. Oh, sage ich das jetzt wieder richtig? Ja, ich glaube. Und super nett, super freundlich, super Preis. Jetzt in der Nachsaison. In der Hauptsaison wäre es gerade doppelt so teuer. Aber perfekt. Und mit Strand, Liegen, Schirm, Hund am Strand. Und wenn ich da, ich habe einen Kupon, wenn ich da 4 Tage bin, kann ich das 4 Tage irgendwie nutzen. Sensationell. Ich hoffe auf ein, zwei, drei schöne Tage. Morgen muss ich gerne nach Venedig, aber nur morgen, das wäre toll. Bisschen Strand nochmal. Ich werde schon wieder blass. Ich brauche Farbe. Guarda il mare. Tyrion, komm! Komm her! Jawohl! Und so wie hier schaut es an der kompletten Adriaküste aus und im Hochsommer sind da auf einem Quadratkilometer 5000 Menschen, mindestens. Tyrion, los, such. Also ich habe gerade mal die Wetter-App gecheckt.
Also am Samstag, ab Samstag brauche ich dringend ein Zelt. Ob ich jemals eine Strandliege und einen Sonnenschirm hier brauche, nächsten Tage schaut es nicht gut aus. Morgen wird es dann mal richtig toll, wenn wir summa summarum 5 Stunden im Bus sitzen. Also 2 hin und 2 zurück und durch die Stadt rennen ja. Aber ja, ab Samstagnachmittag, dann wieder richtig ordentlich Regen angesagt. Aber da das Wetter ja immer tut, was es will, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass von mir aus erst am Sonntag regnet. Ich habe Samstag nochmal vor den Strand liegen kann. So ein bisschen.